Schön, dass wieder hell ist. Wildes Tier. Ich habe da gerade Nilpferde hier lang stapfen sehen. Blau gesehen? Hallo Nilpferd. Da! Hey, bring mir nicht mein Pipi um. Natürlich, für dich brauche ich wahrscheinlich auch so einen Hammer. Schuldig, voll mit dem Hammer, ey. Zack, voll in die Backen hier, in deine Pusterbäckchen. Du voller Tierquäler. Nein, bin ich nicht, aber hier darf ich. Oh, jetzt habe ich Nebel gezündet. Ich weiß gar nicht, wie es geht, aber. Ah! Au! Ah. Au! Na. Ah. So. Ah. Ihr Tiere, ne? Bleibt einfach in eurem Fluss. Dann lasst ihr euch auch in Ruhe. So, da ist er. Hast du je bessere Arbeit gesehen als die von Onuris? Onuris? Ich wünschte, ich könnte mir seine Waffen leisten. Hast du die Schlange von Serapis gesehen? Er ist so leicht wie eine Feder. Und schärfer als... Ups, Entschuldigung. Das ist die Quest? Na, kann doch nicht sein. Doch. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Sais lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sephetu? Ja, Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Sais regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetos Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Boom. Yeah. Also, oh, yeah, neue Waffen. Aufrüsten. Ach, für ein Level, ne? Ist auch, ne? Droht sich nicht. Hier haben wir schon 4 Level, ne? Wollten wir aber 5 Level warten, weil es so teuer ist. Hilfsmittel auffüllen und Pfeile auffüllen und so. Gehabe dich wohl, mein Freund. Ja, ich gehabe mich wohl, mein Freund. Ein gerechter Tausch, wo ist denn der? Hey, wo dumpelt denn der Typ rum? Hier auf dem See? Ja. Ist das hier? Nee. Ah, hier, auf dem See. Oh je, oh je. Oje, oje, oje. Machtmissbrauch liegt noch auf dem Weg. Dann noch 2 Fragezeichen. Dann können wir uns hier ein Boot schnappen und dann. Ja, alles klar. So, so machen wir das. Was? Was hast du für Knöpfe? Steh kein Wort. Plus, komm irgendwo hier rüber. Oh. So eine seichte Stelle hier vielleicht. Ach. Waren wir nicht gut. Nämlich auch den Fluss überquerer. Wow. Neue Region entdeckt. Wir sind im komplett neuen. Schön, ein komplett neues Gebiet. Schön, wie sich so alles fügt, ne? Oh, hier haben wir hinten haben wir angefangen. Dann sind wir irgendwie hier gelandet. Haben wir hier, dann hier, hier. Und dann sind wir jetzt einmal so rum. Das ist auch noch ein kleines Gebiet. Schön. Ah, herrlich. Herrlich, sag ich euch, herrlich. Wow. Nur einen Moment! Versprochen! Was? Klar. Diese Ernte muss bis zum Abend für den Transport aufgeladen werden.
Das dauert länger als nur einen Moment, meinst du nicht? Es tut mir leid. Sonst sind wir zu zweit. Aber mein Sohn kommt nicht mit. Eines nach dem anderen. Lass ihn ruhig ausruhen. Ich helfe dir mit der Ernte. Er ist zu jung, um auf dem Feld zu arbeiten. Ich weiß das. Doch meine Arbeiter sind fort, weil ich nicht zahlen konnte. Die Steuereintreiber verlangen all mein... Moment, ich habe jetzt gedrückt, aber... Getreide. Sonst brennen sie mein Haus nieder. Danke, mein Herr. Nun kann ich Sephetes Hunde bezahlen. Wenigstens dies eine Mal. Erzähl mir von den Steuereintreibern. Sie reiten auf den Straßen von Sais herum, meist in den Außenbezirken. Ihr böser Meister Sephetu lässt sie die Bevölkerung vollkommen ausquetschen. Mal sehen, ob ich sie finde und sie überzeugen kann, sich zu ändern. Arbeite du auf dem Hof und zieh deinen Jungen groß. Ja, Neb. Er wird wieder zu Kräften kommen, da er sich jetzt etwas ausruhen kann. Die Götter segnen dich. Sehr gut. Aber wo sind jetzt diese dämlichen Steuereintreiber? Guck mal her, ich hab mit euch zu reden. Könnt ihr nicht immer machen, was ihr wollt hier. Gib mir noch. Spore-Scanner hat euch. Hast du schon makedonische Datteln probiert? Makedonische Datteln? Ich hab sie bei einem Händler gekostet, als ich in Alexandria war. Kedonische Datteln. Stimmt, lecker. Aus dem Weg! Was hast du nur? Hey, was? Bitte dann bleib hinter mir, Kyrios! Erledigt. Stufe 20! Yeah! Boy! Hey, du! Ich hab mich darauf geachtet, dass der Speer rot war. Na, da hab ich ihn jetzt aber. So. Nase da. Geh mit Gott, aber geh. Wohl. Dich? Ist in der Hölle. Nur Platz. Das war's. Quest fertig. Sehr gut. Klick links, klick rechts. Mein Gott, ich bin manchmal echt durch den Wind, ne? So, wir wollten nach da und dann aufs Wasser hinaus. Und zwar wollten wir einen gerechter Tausch machen. Beides auf dem selben Weg ungefähr. Ah, jetzt könnten wir unsere Waffe aufwerten. 5 Stufen sollte... Halt! Hey, du da, halt. Mit wem redest du? Hat einer mit mir geredet? Bleib stehen! Oh, das ist ein Schmied. Was? Ich spreng dich um! Was denn? Ach, du da oben. Hey! Du ja! Oh, 2 von euch. Ein leichter Schuss! Der will Sperge gibt, ja? Reiß dir die Eingeweide raus! Jetzt kommt keiner! Oder wo bin ich wieder reingeraten hier? Hast du mich? Hast du mich denn? Da bist du. Ah! Ah! Du hältst! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Hey! Au, das kann ich auch. Aber du hast einen größeren Schild, du Sau. Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Glaubst du gar nicht, wie sehr du recht hast?
Mann, du bist aber auch ein recht globiger Kerl, ne? Und dafür bist du ganz schön wendig, ey. Oh, Nase, geh weg. Oh, hi. Sei gegrüßt, Freund. Ja, du mich auch, mein Freund. 3000 schon. Boah, Geld weg. Kritische Trefferwirkung auf volle Pulle. Das ist gut, ist gut, 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 gut. Danke. Bis bald. Ja, bis bald. So, jetzt wollen wir keine Tiere mehr hauen, dann können wir wieder. Warum die mich jetzt angegriffen haben, weiß ich nicht. Also wär's doch mit neuen Klamotten. Soll ich mal neue Klamotten anziehen? Hat man nichts Tolles, ne? Aber. Keine Badehand. Badetuch rumlaufen. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Der ist doch aus einer reichen Familie. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. Ich glaube, er wohnt auf Tahakas Anwesen. Was ist eine Information? Wenn ich jemanden sehe, der sich hier unterhält, aber ist okay. Da. So. Vielleicht sind wir am Hafen. Oder was immer das hier sein soll. Lagerhaus. Was? Darf ich nicht hier hin? Nein, hier darf ich nicht hin. Ich sag meine Pfeile. Ah, fast voll. Ich liebe es. Das ist so lustig. Also nicht, dass ich den Leuten den Kopf schieße, ist lustig, sondern ne, man das Ziel suchen kann hier. Ja. Ich erledige dich. Die Götter sind meine Zeugen. Ja, ja, versuch du mich mal zu erledigen. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Gegen meine zielsuchenden Pfeile hast du keine Chance. Ah. Wer schießt hier? Weiß ich nicht. Ich war's ganz alleine. Stirb, du Sau. Stirb, du Sau. Hat er zu mir gesagt, ne? Also. Wollen wir doch nur ein Boot holen, oder? Na gut, wenn ich schon mal hier bin, plündere ich euer Lagerhaus doch gleich. Und Ort beendet? Jawohl. Er gibt immerhin 300 EP jedes Mal, ne, so einen Ort zu beenden. Manchmal sogar mehr, das lohnt sich. Irgendwo Pfeile? Wahrscheinlich oben, aber mir hier zu voll für. Wir suchen die Kriegstireme von dem Spacko da. Den man sehen, nur wird uns gleich wieder sagen, wo das hier rauf, oder? Ja. Wäre gut. Vielleicht für eine. Nirgendwo geht. Ich sinke. Oder auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte genug Abstand. Ich hoffe, derjenige, dem das Bötchen hier gehört, wird nicht traurig sein. Nicht traurig sein. Es ist irgendwo nachher auf dem See. Kann er sich wiederholen. So, der Herr da vorne sieht sehr verdächtig aus. Was noch so weit, ne? Irgendwo schon im Bereich. Ach gut. Sieht nur verdächtig aus. Gleich hätte Schnellreise nach da hinten zum Tempel machen können und von da aus, aber nein.
Wie gesagt, ich hab's ja schon mal erwähnt mit dem Schnellreisen und so. Man erlebt nichts, wenn man dauernd Schnellreisen macht. Ah, Krokodil, verdammt, siehst du? Ah. Jetzt sind wir im Bereich. Wo ist das? Ich war gerade im Hafen. Hat eine Geschwindigkeit, fast wie ein Motorboot. Der Sperrdieb. Komm, komm schnell, komm, die wollen los, die wollen auslaufen. Schnell, ich töte dich, Medjay, und behalte deine Waffen als Trophäe. Hä? Sicher, du von mir redest? Was? Ich schlitze dich ab, willst du das? Dieser Speer ist wunderbar. Ganz klar das Werk dieses Meisterschmieds aus Zau. Die Schlange von Serapis ist wahrhaftig eine Waffe für die Götter. Echt? So toll? Ah, muss ich gleich mal. Ah. Wunderschön. Ich meine, episch, ne? Müssen wir aufwerten. Fisch hat immer zwei Effekte und die haben drei Effekte. Ich weiß nicht, ob man solche Waffen findet. Indem ich sie mal aufgewertet habe, kann ich sie mal ausprobieren. Komm raus! Na los! Bras, komm raus, wo immer du auch bist. Hey, was? Das war's! Oh Mann, oh, müsst ihr immer zu zweit sein? Ihr nervt. Au. Abgestochen, die Sau. Aha, dazu muss ich mich erstmal finden. Fertig? Fertig, gut. Boah, ja. Jetzt muss ich schnell Reise machen. Kampf. Bastard, du entkommst uns nicht. Halt dich. Bogenduell machen, bist du sicher? Wow, du bist in der richtigen Moment gesprungen. Sicher? Will sie noch einer mit mir anlegen? Nein, dankeschön. Vergiss immer. Muss gedrückt halten. Hallo. Bist du doof? Waffen-Upgrades, jawohl. Große Schilde, große Wirkung. Ich habe leider noch keinen großen. Immer nur diese kleinen Tänzelschildchen hier. Aber auch ein großes Schild werden wir mit Sicherheit demnächst mal finden. So, wir sind wieder hier. Schön. Da ist noch eine Aufgabe. Die Vogel-Strauß-Taktik. Aber erst machen wir das. Jetzt will ich mal noch da kommen. Bettchen. Komm her. Jetzt. Bring mich dahin, wo ich hin möchte. Mein Pferdchen. Warum laufe ich überhaupt selber? So, zack. Es heißt, dass noch ein Händler Sefetu nicht. Oh, Entschuldigung. Konnte. Das war mein Pferd. Das ist verrückt. Das weiß ich nicht. Ich möchte immer Leute über den Haufen reiten. Ich weiß auch nicht warum.
Der verrückte Gaul. Pass auf, da kommt der Ochsenkarre. Pass auf. Boah, voll reingeritten, ey. Das ist die KI, Mann. Voll dagegen gezimmert, ey. Oh. Blinder, blinder. Blinder, blinder, blinder. Oh, was ist denn hier passiert? Ah. Nee, nee, nee. Bei offenem Feuer bestimmt einen gehen lassen, dann ist alles explodiert. Ah, da vorne ist ein Militärlager. Mit meine ich noch, ne? Der hätte ich mal Hallo sagen. Die Weltkarte aktualisiert. Senus Wahrnehmung erweitert. Uhaha. Bei uns ist das Militärlager. Was ist hinter uns? Ein Militärlager. Was ist überall? Militärlager. Hier kommt, die Sachen mache ich einfach irgendwann mal so. Ja, uninteressant, wenn ich in so einer Basis rumguck. War eben entdecken? Ja, sehr gut. Dann sehe ich, ob der Karte mit. Ey, das muss ich noch machen. Hm. War ja auch ab und zu mal. Hm. Was mache ich denn da? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Also noch ein Militär. Ich hatte recht, noch ein Militär. Das war Zufall. Wie Vogelstrauß-Taktik. Gut, natürlich, wenn so ein Militärlager zur Quest gehört, mach ich's natürlich, ne? Ich bin der Serbe. Und wer bist du? Hm? Wer bist du? Bist du nicht? Ich bin ein Guaul, Schlankkopf. Du machst doch alles nur noch schwieriger für dich selbst. Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot. Er fürchtet Cephetus Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken hilft auch nicht. Ach so, deswegen Vogelstrauß-Taktik. Ich bin doch kein Strauß. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte, wenn er nicht arbeitet, werden Cephetus Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann, aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Ah, gut. War so weit weg. Sind ja... Wir sind ja da hinten, verdammte Axt. Komm her, Pferdchen. Wir haben ganz schön ein Stück vor uns. Was? Sie sagen wohl alle dasselbe, ne?